So, hallo, ich bin Sebastian. Kurz über mich. Ich bin Berater für Webentwicklung und agile Entwicklung. Bin viele, viele Jahre schon bei TYPO3, habe ich TYPO3-Projekte gemacht. Seit 5 Jahren arbeite ich, glaube ich, schon mit Neos. Viel mit Scrum-Teams gearbeitet, bin Neos Core-Team-Member. Viel unterwegs, mache Dinge und gehe zum nächsten, zur Agenda. Erst eine kurze Einführung zum Thema selbst, dann eine Übersicht, was es in Neos überhaupt für SEO-Module gibt. Dann ein Modul, an dem ich gerade am Arbeiten bin, namens Yoast. Dann eine Zusammenfassung und dann Zeit für Fragen. So, wer findet denn SEO cool? Ah, doch immerhin. Ich finde Suchmaschinenoptimierung inzwischen cool, so seit ungefähr 1,5 Jahren. Ich fand es früher, war das was für Quacksalber und Pseudowissenschaftler, weil es war immer so eine Mutmaßung. Also seit es die Suchmaschinen gibt, gibt es Suchmaschinenoptimierung. Meistens war es ein Raten, was könnte denn Google von mir wollen, wie kann ich Google austricksen, damit meine Seite nach oben kommt. Und alle 2 Monate überlege ich mir das neu oder jeden Monat. Ich bin eine Agentur und berate meine Kunden, nehme viel Geld dafür und sage denen, dass sie möglichst viele Keywords irgendwo auf der Seite verstecken sollen, damit sie dann oben in Google landen. Das war für jemanden, der gern programmiert und gern sinnvolle Dinge macht und nachvollziehbare Dinge, war das irgendwie nicht richtig. Und ich kenne wenig Entwickler, die die Suchmaschinenoptimierung deswegen auch schätzen. Für viele ist das immer noch so ein Thema, damit will man sich gar nicht befassen. Blöderweise ist es, obwohl es das schon seit über 10 Jahren ein wichtiges Thema ist, inzwischen wirklich sehr wichtig, weil die Plätze oben in Google sind hart umkämpft und auf Bing und auf anderen Plattformen. Und netterweise gibt es inzwischen immer mehr Informationen, wie das überhaupt funktioniert und wie man mit diesen Maschinen von Google und den anderen Suchmaschinenanbietern kommunizieren kann. Dadurch wird es langsam deutlich nachvollziehbar und klarer, wie diese Kommunikation funktioniert. Das heißt, es ist nicht nur ein Raten, sondern man weiß wirklich, was man tun muss, um gewisse Dinge zu erreichen. Man kann natürlich nie sagen, implementiere jetzt 10 Dinge und dann bin ich nachher Platz 1. Aber man kommt dem schon deutlich näher. Und weil nicht nur die Suchmaschinenhersteller mit meiner Webseite kommunizieren und versuchen rauszufinden, worum es da geht, sondern auch mehr Systeme mit diesen semantischen Daten, über die wir heute ja auch schon was gehört haben, an diesen Daten interessiert sind oder ich mehrere Systeme habe, die miteinander kommunizieren, wird es immer wichtiger, dass ich allem, was ich implementiere, einen gewissen Ausdruck, eine gewisse Semantik, eine gewisse Bedeutung gebe, die für Maschinen möglichst gut lesbar ist. Da ich in der Firma, in der ich gearbeitet habe, auch niemand gab, so wirklich, der sich mit dem Thema beschäftigen wollte, habe ich mich damit beschäftigt, sehr viel. Und dann ganz viel mit den Kunden zusammengearbeitet und mit existierenden Lösungen gearbeitet und mich da eingearbeitet. Und jetzt im Neos-Team bin ich auch einer der wenigen, der sich dafür interessiert und daran weiterarbeitet. Und ich hoffe, die Begeisterung in allen zu wecken. Genau. Erstmal eine Übersicht, was gibt es denn für die Suchmaschinenoptimierung bei Neos? Es gibt das SEO-Package, liefert im Prinzip die Standard-Eingabefelder, die man so braucht. Da kann man dann einen Titel eingeben, man kann die Beschreibung eingeben. Funktioniert mein Gerät? Genau. All diese Standardinformationen, man kann sagen, wenn das funktioniert, ob es zum Beispiel versteckt werden soll vor der Suchmaschine, ob die Suchmaschine irgendwelchen Links folgen soll, ob eigentlich der Inhalt, den die Suchmaschine auf der Seite findet, von woanders her stammt. Solche Dinge. Keywords sind inzwischen nicht mehr wichtig, die Leute geben sie trotzdem ein. Daher ist das Feld da. Man kann zumindest zum Beispiel auch sagen, wenn man mit 10 Sprachen arbeitet, kann man an Facebook und an Google und die anderen Bots vermitteln, was gibt es für Sprachvarianten von meiner Seite. Das heißt, ich definiere meine Default-Sprache, man kann es leider nicht so gut lesen wahrscheinlich, aber ich sage, das ist meine Standardsprache, ich habe diese Übersetzungen, das gebe ich auch nur an, wenn es wirklich eine Übersetzung gibt. Wenn ich nicht keinen spezifischen Text für ein Land habe, brauche ich auch keine Übersetzung geben. Und das bewirkt zum Beispiel, wenn ich durch 10 Länder reise und je nachdem Google
gibt mir Google andere Ergebnisse passend zu meiner Eingabe, auch wenn meine Eingabe vielleicht nicht mit der Sprache zusammenpasst. Das heißt, der überlegt sich, was passt am besten zu meiner Suche. Und Facebook macht das genauso, wenn ich einen Artikel share. Schaut Facebook, gibt es vielleicht noch andere Varianten davon und zeigt dann je nachdem für die Besucher die passendere Übersetzung an. Deswegen muss man da auch gut aufpassen, dass man da keine Fehler macht, sonst wird man auch abgestraft. Sitemaps kann man mit NeoSeo erzeugen. Damit können die Suchmaschinen dann prüfen, was gibt es überhaupt für Inhalte auf der Seite. Und nachher kann man über Analyse-Tools auch damit sehr schön rausfinden, ob man unzugängliche Seiten hat. Das heißt, man hat Seiten geschrieben mit viel Aufwand, haben die Redakteure reingesteckt, aber am Schluss gibt es gar keinen Linkpfad hin. Also ich habe nirgendwo in meinem Menü vielleicht einen Link zu der Seite. Und dann kann man zum Beispiel auch über die Sitemap, kann einem Google sagen, hey, hier gibt es Inhalte, die wird ein Besucher niemals erreichen. Das wäre sehr schade. Oder es gibt Inhalte, die sind zwar erreichbar, sind aber nicht in der Sitemap, dann kann man da prüfen, warum das kaputt ist. Für mich ist es auch so eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist, man wird ein besserer Programmierer, wenn man sich damit beschäftigt, weil man sich sehr genau überlegen muss, was man da eigentlich tut. Und man hat auch für viele Sachen eine Testmöglichkeit, ob die Sachen eigentlich so funktionieren, wie man sich das dachte. Man kann die Definition für Twitter-Cards schreiben, das heißt, wenn man dann die Sachen tweetet, dann kriegen die so eine schöne Box auf Twitter, leider nur im offiziellen Client. Man kann Meta-Tags für OpenGraph definieren, damit kann Facebook auch bessere Darstellungen machen, wenn man Inhalte teilt. Und jetzt im Sprint haben wir zum Beispiel daran gearbeitet, dass die Sitemap auch noch Bilder und alternative Sprachlinks enthält. Darüber kann dann Google für die Bildersuche und andere Darstellungen auch noch bessere Resultate liefern und man hat auch wieder die Chance, höher in den Suchergebnissen aufzutauchen. Die Sitemap ist jetzt erweiterbar, das heißt, der Code wurde mit Fusion umgestellt, sodass, wenn dann Google neue Features hat oder man denkt, man braucht in der Sitemap, die müsste ein bisschen anders sein, dann ist die jetzt deutlich flexibler und man kann mit sehr wenig Code die über dann in der eigenen Seite erweitern und oder auch Dinge entfernen, falls man die gar nicht braucht oder es zu langsam wird. Bei der Sitemap ist zum Beispiel ganz wichtig, viele CMS sind nicht dafür ausgelegt, oder Standard-Extensions von Sitemaps, dass die 10.000, 20.000 Seiten ausgeben können. So ein Großteil der CMS-Projekte hat irgendwann so ein Performance-Problem an der Stelle. Und die Idee hier ist auch, dass die Sitemap so erweiterbar ist, dass wenn meine Seite größer wird, ich dann irgendwann 500 Unterseiten habe, dass ich dann diesen Teil austauschen kann der diese Seiten zusammensammelt, durch was Schnelleres austauschen, durch eine bessere Suchmaschine, die auf dem Server läuft. Und dann habe ich auch wieder die gute Performance. Was auch noch kommt, ist der Breadcrumb mit strukturierten Daten. Damit kann man zum Beispiel dann später in Google, zeigt er dann unter dem Titel von der Seite an, im Prinzip den Breadcrumb, den ihr auch von Seitenlayout kennt, der auf Seiten auftaucht. Es gibt den Redirect-Händler, der sorgt dafür, dass wenn ich im Backend Seiten verschiebe, dass dann, wenn Google das mal indexiert hatte und ich verschiebe die Seite, dass dann, wenn dann jemand auf Google wieder auf die Seite kommt oder jemand hatte das woanders verlinkt, dass dann keine Fehlerseite kommt, sondern es auf die neue Seite verlinkt wird. Dadurch spart man sich natürlich viele fehlgeleitete User und frustrierte User. Das passiert im Prinzip automatisch. Damit man da auch einen gewissen Einfluss drauf hat oder vielleicht es sogar schon vorbereiten kann, so eine Seitenverschiebung, gibt es dann inzwischen auch aus der Community ein Zusatzmodul, wo man dann im Backend im Prinzip Umleitungen hinterlegen kann. Das heißt, ich weiß, nächste Woche werden ein paar Seiten umgezogen, ich kann dann schon diese Sachen hinterlegen oder ich mache zum Beispiel einen Relaunch, kann dann, bevor ich launch, all diese Links oder Umleitungen hinterlegen und wenn ich dann live gehe, habe ich keine Abwertungen durch die Suchmaschinen. Und 307 ist ernst, du? Bitte? Können 307 in der Nahe? Ja. 307 ist was? Wer weiß es auswendig? Tot. Ja, temporary. Temporary, ja. Und tot. 310 ist not nur temporary. Temporary, temporary. Ja.
Ich müsste an der Uni bestimmt auch lernen, alle Statuscodes auswendig lernen. Was wahnsinnig wichtig ist und leider auf viel zu wenig Seiten aktiv ist, sind Image Optimizer. Redakteure laden Bilder mit 5 Megabyte hoch, die werden mit 5 Megabyte ausgegeben und dann kann man sich eigentlich schon sparen, auf die Seite zu gehen, vor allem mit dem Handy. Viele Webseiten verkleinern die Bilder nicht mal. Und da gibt es einfach mehrere Schritte zu tun. Erstens mal darauf zu achten, dass man wirklich die Bilder in verschiedenen Varianten ausgibt, die dann mit Responsive Images passend ausgegeben werden. Und die Bilder auch noch zu optimieren, je nach was für ein Format die haben. Das können ja JPEGs, PNGs, SVGs, was weiß ich sein. Und da gibt es unter anderem die Mock Image Optimizer Erweiterung, der man auch sagen kann, mit welcher Art von Optimierung sie für welches Format arbeiten soll. Da muss man dann meistens auf dem Server noch eine passende Bibliothek installieren. Und dann können Bilder halt um 80% zum Beispiel verkleinert werden. Also 50-80% ist die Regel. Und daraus werden dann aus dem 5 Megabyte Bild werden dann vielleicht noch 30 Kilobyte im optimalen Fall. Die strukturierten Daten hatte ich vorher schon kurz genannt. Hier sieht man zum Beispiel, wenn man nach Versicherungsvergleichen sucht oder bei anderen Seiten, die irgendeine Art von Bewertung bieten, gibt es hier zeigt Google diese Sternchen an. Und Google liest die aus der Seite aus, über strukturierte Daten. Das heißt, irgendwo in meinem Code habe ich versteckt Daten, die Google einlesen kann. Der holt die sich ab und generiert daraus diese nettere Ansicht. Und das Schöne ist an all diesen, also das ist nur eine Variante, die es gibt für solche Darstellungen, dass das natürlich mehr auffällt, wenn man googelt. Und wenn ich auf eine Seite stoße, die hat 5 Sterne, dann muss das ja besser sein als eine Seite, die gar keine Sterne hat. Das ist ja klar. So funktioniert das leider. Das heißt, die Seiten, die solche Dinge haben, haben deutlich mehr Besucher als die ohne. Wertung 4,8 bis 6 Kunden, 3 Sterne. Nee, 6.000 Ergebnisse. Genau. Das Schöne ist, woher weiß Google, dass das stimmt? Das weiß Google nicht. Das vertraut. Ich habe sowas auch schon implementiert. Da gibt man dann halt irgendwelche Daten ein. Ja. Genau. Wie sieht das dann aus? Da gibt es verschiedene Weisen, diese Daten an Google zu übermitteln oder in der Webseite unterzubringen. Ich mag am meisten die auf JSON basierende. Diese Struktur, wie diese Daten aussehen, die sind alle auf schema.org beschrieben, vom Aquarium bis zum Stift, bis alles. Unter anderem auch Produkte, was von der Webseite ja ganz gut passt. Und da kann ich dann im Prinzip sagen, was ist die URL von meinem Produkt, oder von meiner Seite, wie viele Elemente gibt es dort, und dann kann ich definieren, es ist vom Typ Produkt, es hat ein bestimmtes Bild, es hat eine URL, es hat einen Namen und so weiter und so fort. Und dann kann Google die einlesen und zum Beispiel bei einer Produktsuche eine kleine Vorschau schon liefern. Google kann man auch dann die Originalbilder geben, weil Google die selber optimiert und so schneidet, wie es braucht. Das Schöne ist auch an diesen Daten, wenn man die generiert, ist es nicht nur für Google, sondern man kann die auch selber verwenden, weil wenn man zum Beispiel mit JavaScript arbeitet und React, lassen die sich problemlos einlesen und wenn man dann irgendein cooles Frontend-Modul baut und mit diesen Daten noch irgendwelche netteren Darstellungen macht, hat man gleich noch selber was davon und wenn man eine Schnittstelle bietet, um solche Daten abzuholen, können theoretisch auch andere Leute oder Web-Apps, eigene Mobile-Apps was damit anfangen. Das heißt, man macht das nicht nur für Google, sondern auch für sich selbst. Es gibt tausende von Beschreibungen für diese Daten, aber nur die wenigsten sind nützlich für die Suchmaschinenoptimierung. Dafür hat Google die Search Gallery. Das ist im Prinzip eine Bibliothek mit allen Arten von Inhaltstypen. Man sieht es hier rechts ein bisschen. Es gibt Artikel, es gibt Bücher, es gibt Kurse. Events, Jobs, Podcasts, Produkte, Rezepte, alles Mögliche, wo die beschreiben, wie funktioniert es, nach welchem Standard wird verwendet, wie setzt man das ein. Es gibt inzwischen auch ein interaktives Tutorial im Web, wie man das in dieser Webseite einbauen kann. Und dann weiß man, wenn man das verwendet, man kann es auch testen, dann wird es gegebenenfalls irgendwann von Google aufgegriffen. Google zeigt das nicht immer an.
Das kommt auch aufs Land an. In den USA werden deutlich mehr Suchergebnisse mit diesen Daten, diese Snippets ausgeliefert im Vergleich zu Deutschland. Ich glaube, in den USA sind es irgendwie 20%, in Deutschland sind es noch 5%. Das heißt, je nach Region kann das auch sein, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, wenn man das dann mal online stellt, kann man auch nicht erwarten, dass das dann einen Tag später funktioniert. Sondern das muss man beobachten, das dauert manchmal eine Weile. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei Events extrem gut funktioniert, da taucht es dann ruckzuck auf, dass es dann unter der Homepage dann so eine kleine Eventliste zum Beispiel noch gibt. Podcast geht auch. Okay, Podcast geht auch gut. Rezepte gehen auch, wenn man nach irgendwas sucht, kommt man bei Chefkoch raus. Genau. Oder zum Beispiel auch Firmeninformationen, da zeigt dann Google auch rechts an der Seite alle Details zu der Firma an. Breadcrumbs auch. Um diese Daten einfacher und möglichst automatisch auszugeben, gibt es auch ein Community-Package namens LinkData. Bei dem kann ich im Prinzip pro Inhaltstyp und pro Seitentyp definieren, wie setzen sich diese Daten zusammen, und Neos baut die dann immer passend dazu zusammen. Das heißt, man muss dann nicht allzu viel programmieren, sondern kann es mehr konfigurieren, wie das Ganze funktioniert. Genau. Spannend für die Suchmaschinenoptimierung ist aber nicht nur das Technische, womit ja der Redakteur erstmal nicht viel zu tun hat, sondern auch den Leuten, die die Inhalte schreiben, Hilfestellungen zu geben. Weil Google und andere Suchmaschinen oder Optimierer sagen auch, man kann ganz viel optimieren, aber am Schluss braucht man ja irgendwie doch einen Inhalt, der was taugt. Und da ist es dann schön, wenn die Redakteure Hilfestellungen bekommen, während sie die Texte schreiben. Bei WordPress gibt es da seit vielen Jahren eine Extension, die heißt Yoast. Auch die Firma, die das macht, heißt Yoast. Und da 80% vom Internet ungefähr WordPress ist und ein Großteil dieser 80% der Webseiten, die verwenden diesen SEO-Plugin, wissen die, wovon sie reden. Die bieten auch Beratungen an und die Schulungen und Online-Workshops und Tutorials und ständig Artikel, wie man am besten Suchmaschinenoptimierung macht. Und das kam vor 2-3 Jahren eine Kooperation mit Turbo 3, mit einer Agentur, die das für Turbo 3 macht. Da wurde dann, weil dieses Analysesystem, das den Redakteuren hilft, bessere Inhalte zu schreiben in WordPress, ist Open Source. Das heißt, ihr könnt es einfach verwenden, das ist mit JavaScript geschrieben und das wurde dann auch für Turbo 3 verwendet. Das heißt, dieses System, das wird im Prinzip hier auf rechts angezeigt. Ich schreibe hier meinen Inhalt, das ist die aktuelle WordPress-Ansicht mit dem neuen Gutenberg-Editor, zeigt dann hier an der Seite Tipps an und sagt einem, was man vielleicht vergessen hat, wenn man seinen Artikel schreibt. Dass man zum Beispiel seine Bilder nicht ausgestattet hat mit alternativen Texten, dass man vergessen hat, Header zu verwenden oder die falschen Header, oder dass gewisse Stichworte überhaupt nicht im Text auftauchen, obwohl man die als wichtig markiert hat in den Eigenschaften der Seite. All diese Informationen zeigt er an, sagt einem, hier sollte man was besser machen, hier fehlt was oder hier hat man alles richtig gemacht, gibt einem dann einen grünen Smiley und dann weiß der Redakteur, okay, hier ist alles in Ordnung, kann auch, oder der Oberredakteur kann die Seiten durchgehen und schauen, haben es die anderen Redakteure alles richtig gemacht, bevor dann zum Beispiel was veröffentlicht wird. All das wurde dann auch für Turbo 3 implementiert, auf der gleichen Basis. Und als ich viele Turbo 3-Projekte gemacht habe, haben die Kunden immer wieder nachgefragt, wollten es auch haben. Wir haben das für die installiert, die haben das verwendet und waren dann ganz begeistert, weil es ihnen die Arbeit vereinfacht hat. Und die Redakteure konnten mit einem ruhigeren Gewissen schlafen, wenn an der Seite alles grün war. Ich fand das dann ganz cool, ich habe mir das so angeschaut, ich habe mehrere Prototypen über die letzten 2 Jahre dann auch für Neos gemacht. Am Anfang habe ich versucht, selber zu implementieren. Das war nett, aber eigentlich nicht zielführend, weil eine Firma, die das seit vielen Jahren macht mit 20 Entwicklern, macht das vielleicht besser als ich alleine. Und habe dann gesehen, wie die Leute das mit Turbo 3 machen, habe mir da die Ansätze davon genommen und die Ideen, habe dann wieder ein Prototyp gemacht und nochmal ein Prototyp. Und irgendwann was gehabt, wo ich dachte, okay, ja, das funktioniert jetzt in Neos, das ist gut, das ist eine gute Idee. Und habe dann das mal publik gemacht, habe das auch an Yoast geschrieben, hey, ich habe hier diese Implementierung gemacht, schaut es doch euch mal an.
Darf ich das überhaupt verwenden oder verklagt ihr mich dann? Und daraus kam dann im Prinzip die Integration für Neos. Die sieht im Prinzip fast so aus wie in WordPress. Hier auf rechts hat man im Prinzip dann auch diesen Inspektor, hat dann hier die bunten Markierungen und die Hinweistexte und Empfehlungen, was man an der Seite noch machen sollte. Und das Schöne ist, es sieht fast gleich aus, ohne dass es geplant war, weil ich hatte das Anfang im Januar schon so zum Laufen bekommen und die Yoast-Leute haben das später gemacht, weil es in WordPress viel komplizierter war zu implementieren. Und das Neos, die Neos-UI, die so gut erweiterbar ist, die hat es mir deutlich einfacher gemacht. Das heißt, ich war allein ein bisschen schneller als die sogar. Und als sie das gesehen haben und sich das angeschaut haben und wir mal drüber gesprochen haben, waren die dann auch ganz begeistert und haben gemeint, ach, 80% des Internets ist nicht genug, sie wollen alles und mehr Plattformen erreichen. Nicht nur Topo3, sondern auch Neos, obwohl sie mit Neos wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen, aber sie wollen überall sein, auch irgendwann bei Drupal und alle möglichen CMS. Und da suchen sie dann halt nach Partnern, die das möglichst die Idee dahinter gut umsetzen können. Nicht nur implementieren, sondern es muss auch gut funktionieren und einen Mehrwert bringen den Redakteuren. Das heißt, das ist die eine Ansicht, während man die Texte editiert, hat man dann an der Seite live immer die aktualisierte Analyse. Es gibt aber auch eine reine SEO-Ansicht, wo man dann im Prinzip nicht mehr die normalen Inhalte der Seite sieht, sondern wirklich fokussiert nur an der Suchmaschinenoptimierung arbeitet. Man klickt sich dann von Seite zu Seite, kriegt sehr auffällig diese Empfehlungen. In der aktuellsten Version sind es auch keine Empfehlungen mehr, sondern Befehle. Da steht jetzt dran, remove it und use the space and shorten it. Das heißt, die werden immer strikter. Und das sind auch alles Links. Hinter jedem Link verbirgt sich ein großer Artikel von den Dokumentationen, warum man das machen sollte, was man da genau machen sollte und warum das gut ist, das zu tun. Genau. Letztes Wochenende ist dann die offizielle Partnerschaft unterschrieben worden. Das heißt, die unterstützen jetzt mehr oder weniger offiziell Neos und meine Entwicklung. Das heißt, deren Entwickler kümmern sich darum, dass ich habe, was ich brauche, um das weiterzuentwickeln. Und ich bin verantwortlich, dass ich das weiterentwickle, dass ich das supporte, neue Versionen rausbringe, auch Werbung dafür mache, nach außen vertrete. Und langfristig dann, oder erstmal die Partnerschaft, man probiert es aus. Ende des Monats werde ich dann auch nach Holland gehen, mit denen zusammenarbeiten. Die erklären mir, was die sich eigentlich bei ihren ganzen Sachen denken. Ich erkläre denen, was ich von denen brauche, damit die auch nicht durch irgendeine Änderung meinen Code wieder kaputt machen. Und wenn das dann so läuft, kommt dann irgendwann die Version 1.0, gerade ist noch eine Beta, die man aber schon einsetzen kann. Und irgendwann wird es dann auch eine Premium-Version geben, weil die wollen auch irgendwann Geld damit verdienen. Ich fände es auch schön, irgendwann Geld damit zu verdienen, wenn man da so viel Zeit reinsteckt. Es ist aber noch nicht klar entschieden, was dann die Premium-Version ist. Es wird immer ganz viele Features oder einen Großteil der Features kostenlos geben. Und bestimmte spezielle Dinge werden dann nur für Bezahlversionen da sein. Zusammenfassend zu sagen, Neos kann alle wichtigen SEO-Dinge. Es gibt Module für viele Sachen, die durch die Art von Neos, durch die Modularität, durch Fusion und alle Eigenschaften des Frameworks lässt es sich sehr gut erweitern. Ich kann an alle möglichen Stellen was dazu bauen und wenn sich diese Suchmaschinenoptimierung weiterentwickelt, Google was Neues haben möchte, dann kann ich das sehr schnell dazu bauen. Ich habe sehr wenig Aufwand an der Stelle und das macht dann viel mehr Spaß als bei manch anderen Systemen. Die meisten Features sind erweiterbar, das heißt, ich installiere zwar was, aber ich kann das selber nochmal umbauen. Ich muss nicht das hinnehmen, was dann vielleicht sich irgendjemand gedacht hat, der so ein Modul schreibt. Ich kann das auch wieder erweitern. Die letzten Tage haben wir wieder ganz viel darüber diskutiert, als wir Features implementiert haben. Wie machen wir es so, dass jemand was dazu baut, von dem wir nichts wissen? Das ist eh eine Grundlage von vielen Entwicklungen bei Neos, dass jemand was dazu bauen kann, wo keiner von uns eine Idee davon hatte. Diese Unterstützung durch Yoast ist für mich gerade sehr cool.
Es ist hoffentlich für die Redakteure nachher sehr cool, die das dann verwenden können. Aber ich denke auch, dass es eine riesen Unterstützung für die Plattform ist, weil das wird dann nachher auf der Webseite auch beworben. Und es ist auch im Prinzip so ein gewisses, ja, wir finden cool, was die Leute machen. Und dann kommen mehr Kunden, mehr Leute nutzen das System, mehr Leute beschäftigen sich damit und das ist dann ein Gewinn für alle. Solange nicht alle kommen, wie Robert gesagt hat. Genau, das war's. Da wir jetzt eh Pause haben, werde ich jetzt nicht nach Fragen fragen, sondern die kommen automatisch auf mich zu in der Pause. Bestimmt. Daher vielen Dank.